Okay, ich dachte mir, komm, spiel's mal eine Runde Xenoblade. Ich meine, das erste Video auf diesem Kanal ist über Sadako, einer meiner Mains, und ja, Pinnett ist halt mein zweiter Main und dementsprechend, okay, hat sich das halt angeboten, aber ich wollte nicht irgendwie ein normales Gameplay-Video machen, das wäre irgendwie boring. Also komm, dachte ich mir, probier's mal was aus. Und zwar wollte ich einmal das stärkste Addon ausprobieren, was ich so ziemlich nie nutze. Und das wäre tatsächlich Greasy Black Lens. Es macht, dass sobald du den Survivor mit deiner Process Chain hittest, die Aura des Survivors für 6 Sekunden zu dir revealed ist. Und das ist ziemlich, ziemlich stark, vor allem in gewissen Loops und Chases. Ich dachte mir, komm, machst du es einfach mal drauf, zusammen mit Original Pain, bedeutet, die müssen dann manden, sobald ich die mit diesem Addon hitte. Und das Ganze in Kombination mit Scorchok Pain Resonance, Know It, Search und natürlich Deadlock. Und ich würde sagen, starte einfach direkt mal in die erste Runde. Und wenn es euch gefällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dann wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit diesem Video. Okay, ja, Red Shop ist nicht meine Lieblingsmap, vor allem als Killer finde ich, ist diese Map ziemlich hart. Ich glaube, ich bekomme das irgendwie gemanagt, sollte ein Survivor auf dieser Seite der Map jetzt nicht gespawnt sein. Dann müsste ich eigentlich die Box jetzt in den ersten paar Sekunden des Matches finden, meine ich. Außer hier ist jemand gespawnt. Okay, hier sind Leute gespawnt. Hier vorne, ja. Mal schauen, können wir hier... Die Box ist hier. Perfekt. Ich wusste, dass sie hier sein muss. Ja, Jill, was soll ich sagen? Ich weiß ja nicht, ob das die klügste Entscheidung war. Wirklich nicht. Und jetzt sehe ich natürlich ihre Aura. Und das ist der erste Chain Hunt. Nice. Awesome. Also ja, man sieht schon, warum Greasy Black Lens ein unfassbar gutes Addon ist. Ah, schade. Aber ich würde sagen, hake ich sie erstmal fest. Hoffe, dass niemand eine Flashy hat. Und dann kommt sie erstmal an den Pain Res. Nice. Wir haben sogar einen sehr zentralen. Das ist sehr, sehr gut sogar. So. Jill. Kann ich da hin mit der Kette? Ich glaube, das müsste ich schaffen, oder? Ja, das schaffe ich. Nice. Sie kennt die Timings der Box nicht. Das ist etwas, was man nicht antrainieren kann, wenn man Pinhead Main ist. Als Survivor lernt man die Timings der Box auswendig zu lernen. Und da habe ich sie auch schon. So, haben wir einen Pain Res? Natürlich haben wir einen Pain Res. Ist doch klar. Danke, Spiel. Danke, Behavior. Man muss auch einfach mal dankbar sein für die Dinge, die man hat. Da vorne ist der Generator mit dem meisten Progress. Und hier sind die Survivor langgelaufen. Bedeutet, die Box wird wahrscheinlich da hinten auf der Seite sein. Ja, da rennen die auch gerade alle hin. Das war ziemlich obvious. Oh, schade. Hätte was sein können. Das ist ihr Second Hook, wenn ich sie bekomme. Ich kümmere mich jetzt mal eben nicht um denjenigen, der die Box hat. 12 seconds later. Ja, das werde ich lieben. The box. You opened it. We arrived. Ja, we didn't came. Not today. Maybe tomorrow. 1, 2, 3. Der Grund, warum ich zähle, oh wow, ist, dass ich dadurch so ein bisschen abschätzen kann, holy shit, wie viele Ketten die noch brechen müssen. Das ist etwas, was man sich nach der Zeit irgendwie angewöhnt, ist mir aufgefallen. Ich meine gerade, noch einen anderen Survivor gesehen zu haben. Nice Juke. Oh, da ist sie reingerannt. Ja, die ist nicht oblivious. Die weiß, was sie tut. Und sie weiß definitiv, wohin sie laufen soll. Um nicht gleich innerhalb von 3 Sekunden zu sterben. Aber ich glaube... Ja, das war's. Search ist da aktiviert. Dann kommt sie erstmal hier an den Pain Res. Da hinten ist eine Dead Zone, würde ich sagen. Die Claudette hatte ich noch nicht. Jetzt können wir mal eben gucken. Wo läuft sie lang? Sie läuft hier lang. Alles klar. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass ich ihre Aura sehe. Awesome. Claudia, der Twinkie ist da. Oh, fuck. Okay, da hätte ich... da hätte ich vielleicht die Turnit Addons gebraucht, die ich mal wieder spielen muss. Ich glaube, ich mache mal ein Video, wo ich einfach so 1, 2 Matches nur mit den Turnit Addons spiele. Da habe ich irgendwie Lust drauf. Soll ich wirklich... Ach komm. Jane, du möchtest auch gechased werden, oder? Hier ist eine Palette, oder? Nein, hier ist keine. Was sind das für Jukes? Aber okay, nehme ich. Oh, da ist der nächste Generator fertig. Schade. Aber okay, im Notfall, im wirklich allergrößten Notfall haben wir noch Know It. Das sollte uns eigentlich aushelfen. Das ist ihr zweiter Haken, right? Ja, ich glaube... Wow. Das war gut von ihr. Ich hätte sie da grabben können, glaube ich. Nice. 1, 2, 3. Und da ist sie tot. Search an dem Generator. Dann... Okay, da ist die Mac auch direkt schon am Cube. Ich hake sie erstmal hier fest und dann schaue ich mal, dass ich die Jane bekomme.
Die Jane, sollte sie kein Decisive Strike haben, ist tot. Und je nachdem, wenn sie heilt und wo sie heilt, ja, hier, sollte ich sie eigentlich aus dem Spiel nehmen können. Bedeutet, das ist ziemlich praktisch. Ich nehme gerne auch einen Hit auf dir. Also ich nehme das wirklich alles sehr, sehr dankend an. Und ich glaube, dann sollte ich sie eigentlich bekommen. Ja, nice. Die müssen noch 2 Generatoren machen. Das sollten die, glaube ich, hinbekommen. Aber ich hoffe es natürlich nicht. Also ist natürlich immer noch mein Ziel, hier zu gewinnen. Die spielen das gar nicht mal scheiße. Bitte sag, ich habe hier einen offenen Zugang zum Painless. Oh, mache ich das? Oh, ja. Ganz knapp. Die Jane ist halt immer noch mein Prioritätsziel. Hier ist sie. 1, 2, 3. Da hat sie probiert, mich zu spinnen, aber das hat natürlich nicht funktioniert, weil, naja. Und da ist sie auch schon tot. Und wenn ich jetzt hier durchgehe, müsste die Claudette theoretisch auch tot sein. Durch das Mending. Aber ich gehe jetzt erstmal hier durch und dann schaue ich gegen die Wand und bringe sie erstmal in den Pain Rest. So, Jane, das war's dann auch mit dir. Scratch Marks. Aber wo? Oh, what? Oh mein Gott, das ist die Mac. Kommen Sie her. Oh, das war knapp. Aber auch nur, weil sie zur Seite gejuckt ist. Teleportiere ich? Ich teleportiere nicht, aber ich slugge gerne. Denn hier hinten ist eine Dead Zone. Also, literally. Hier hinten ist halt tatsächlich einfach eine Dead Zone. What the fuck? Also, sorry. Wenn das kein Cheat ist, dann weiß ich auch nicht. Ich werde mir den Clip später nochmal angucken, aber das hat jetzt schon 2-mal gemacht. Sozusagen wie altes Dead Heart, aber ohne die Animation. Fuck off. Ich kann wirklich gerne dich nehmen. Ich habe damit kein Problem. Also wirklich absolut nicht. Das war ein sehr exzellenter Dead Heart. Und keine Ahnung, was sie jetzt macht. Sie heilt sich gerade. Ach, sie mendet, genau. Heilen kann sie nicht. Sie ist tot. Und die Palette nehme ich auch mal eben weg. Die könnten wir vielleicht später im Endgame mit Nord ein bisschen gefährlich werden. Aber sind wir mal ehrlich, das Match hier sollte eigentlich relativ schnell vorbei sein. Nice Dodge, I guess. Sorry, aber das sieht nicht legit aus. I don't know. I'm sorry, aber ich glaube, ihr seht das, ja? Ich glaube, ihr seht, wie das in der Aufnahme aussah. Wie das im Spiel aussah. Das waren keine Dodges, die legit sind. Also das ist ein Client. Von daher, ja. Ich bin sehr gespannt zu sehen, was für Perks sie hat, wirklich. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass das legit ist, wirklich. Ich werde hier eben noch den Boon wegmachen und dann hoffen einfach, dass die Hedge hier spawnt. Hedge ist nicht hier gespawnt. Im Endeffekt auch gar nicht mal so schlimm, wenn sie die Hedge bekommt. Die Mac, auch wenn ich so ein bisschen granted habe, hat eigentlich relativ gut gespielt. Kann probieren, sie zu chainen. Ah, okay. Ja, hat sie smart gemacht, wirklich. Also die hat das Gate auf, ich glaube, 10% oder so gemacht. Bedeutet, dass die erste rote Lampe nicht leuchtet. Und dann einfach, ja, den Rest gemacht, als ich die andere Seite gecheckt habe. GG, well played all. Also wirklich, das haben die sehr, sehr gut gemacht. Die Claudette. Da würde ich jetzt gerne mal wissen, was sie für Perks hatte. Sie hatte Dead Heart. Sie hatte Dead Heart. Aber, boah, ich bin mir nicht sicher. Das sah sehr, sehr weird aus. Gut, ich würde sagen, das war's auch schon mit dieser Folge. Ich glaube, man hat ziemlich gut gesehen, warum dieses Addon ziemlich stark ist. Man sieht einfach die Aura, gerade dann, wenn man sie am meisten braucht. Und das ist halt unfassbar großartig. Probiert es gerne mal aus, wenn ihr Pinhead gerade am Lernen seid. Und dann würde ich sagen, war es das schon mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und tschüss, bis zum nächsten Mal.